Hallo, Hallo, ich bin Emanuel ich bin Niki und wir sind die Make-up-Mutanten. Heute haben wir ein Thema, was auf Twitter recht häufig angefragt wurde, und zwar Sephora. Sephora gibt es noch nicht so lange in Deutschland und wir haben relativ häufig die Frage, welche Produkte lohnen sich, welche eher nicht, wofür braucht man das Zeug und was ist völlig überflüssig. Ich komme aus Frankreich, was man an meinem Namen vielleicht bemerkt. Das heißt, ich kenne Sephora eigentlich schon immer und habe entsprechend sehr viel Auswahl an Zeug, was man so benutzen kann. Niki ist Frankreich nah und entsprechend genauso geprimed. Wir haben hier also einen ganzen Stapel an Zeug, was wir schon mal benutzt haben, was wir empfehlen können oder eben nicht. Genau. Wofür sich's lohnt oder eben nicht. Und es geht hier hauptsächlich um die Sephora Eigenmarke, Sephora Collection für die dekorative Kosmetik bzw. die Hautpflegeprodukte im weitesten Sinne, die sie so verkaufen. So, womit fangen wir an? Mit der Hautpflege. Hautpflege. Wenn wir schon mal damit dann angefangen leg haben. Los. Es gibt bei Sephora sehr viele Sachen, um Make-up runterzunehmen bzw. Den Pride, die Haut vorzubereiten, wie auch immer. Sie haben zum Beispiel diese Serie mit Produkten aus einer Duftrichtung. Wir haben jetzt Rose, weil wir beide drauf stehen. Ja. Da gibt es Make-up-Abschminktücher, mit denen man auch alles Kokos abkriegt. Es gibt auch Kokos, es gibt Zitrone, es gibt was auch, was mehr, wie auch mal. Eine ganze Reihe an Sachen. Wir stehen sehr da drauf. Ja. Also, kleiner Tipp am Rande, damit kriegt man sogar Vogelkacke und Essensreste vom T-Shirt. Mhm. Ja. Ich habe hier noch das Micellengel davon, Gesichtsmasken, alles genau. Mögliche. Ganz hervorragend, sehr gut geeignet, kann man auch gut verschenken, sehen hübsch aus. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Fußmasken, die jetzt in der Richtung Lavendel, das gibt es, glaube ich, nicht fürs Gesicht. Nee. Also diese ganzen Produkte mit Rosenduft oder anderen Duftrichtungen, die haben uns durch die Bank gut gefallen. Ja. Ja, also diese Masken kaufe ich auch immer wieder nach. Das hier ist jetzt so ein Tiegelchen. So ein kleiner Tiegel, benutze ich auch mal über eine Woche als Nachtcreme, funktioniert wunderbar. Das hier sind halt Cheat Masks, gibt es auch noch für Augen, Lippen und weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wenn ihr euch da mal reinschauen wollt. So eine Gesichtsmaske kostet, glaube ich, so um die 4 Euro. Also das ist dann zumindest mal eine kleine Investition und nicht gleich eine Riesenflasche von irgendwas. Dann hat Sephora noch Produkte, von denen sie behaupten, dass sie alles können. Zum Beispiel dieses Öl und diese Creme. Ich mag beide sehr gerne. Meine Mutter benutzt diese Creme, also inzwischen in der neuen Version. Die sind dann, also die Tube sieht ein bisschen anders aus, aber es ist immer das Gleiche. Seit 130 Jahren als Nachtcreme, weil, ja, die sieht jünger aus, ja, ich sag's ja. dir. Hat, und das mit dem Öl schmiere ich mir auch die Haare ein, die Haarspitzen, Augen-Make-up, wie auch immer. Also diese Produkte, die behaupten, dass sie alles können, können das meiner Meinung nach auch. Die mag ich auch sehr gerne, sehr zu empfehlen. Dann gibt es Hautpflege im Sinne von Feuchtigkeitscreme. Ja. Aus dieser Serie hier gibt es sowohl hier eine Hyaluroncreme, dann hier ein Feuchtigkeitszeug mit Lichtschutzfaktor, in dem Fall Lichtschutzfaktor 15. Beide mag ich sehr gerne. Genau. Es gibt auch eine Augencreme davon. Es gibt eine Augencreme und es gibt noch irgendwelche Dinge im Napf. Und die haben uns gut gefallen. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, wo man sagt, oh, wenn ich das nicht habe, sehe ich morgen völlig verschrumpelt aus. Nein, es ist einfach eine normale solide Hautpflege. Eine solide Hautpflege, die man auf jeden Fall kaufen kann, wenn man gerade eine Hautpflege braucht. Aber es lohnt sich jetzt nicht, alles andere wegzuwerfen und auch nur noch das zu verwenden. Die haben relativ kurze Zutatenlisten. Das finde ich immer ganz nett. Ja. Das heißt, die können zwar relativ wenig, aber sie tun auch irgendwie nicht weh. Ja, das genau. Ist ganz angenehm. Also Abschminken. Genau. Und dann als letztes Produkt aus der Abschminkserie haben wir hier noch diesen Rasierschaum. Nein, das ist ein Öl, ein Abschminköl, was schäumt. Funktioniert für mich sehr gut. Ich habe ölige Haut, bei dir funktioniert es nicht so toll. Ja, also auf trockener Haut funktioniert es nicht so. Wahrscheinlich, weil du etwas Make-up-Entferner schon eingebaut hast in der Haut. Sozusagen. Ja. Bei mir funktioniert es hervorragend. Ich mag das sehr. Ich mag auch das Hautgefühl hinterher. Ja. Wie gesagt, das sind Produkte, die sind okay. Die könnt ihr kaufen oder das bleiben lassen.
Ich mag sie, ich bin es einfach gewöhnt. Und dann gibt es deinen heißgeliebten. Ja, der Tonique, Très Tonique, also ein sehr, sehr tonischer Tonic. Gesichtswasker, ich habe Wasser. Ja, ich habe relativ empfindliche Haut, halt trocken und komme mit diesem Zeug wirklich gut klar. Was bei vielen anderen Gesichtswassern nicht der Fall ist, das hier brennt zum Beispiel bei mir auch nicht. Und das ist ein wesentlicher Vorteil. Wir hätten dann aber noch etwas Gelee. Ja, die hatten wir doch gerade schon. Ach, die Gelees hattest du schon gezeigt. Wir hatten das alles schon drin. Gut. Gut, dann machen wir jetzt mit den interessanten Dingen weiter, nämlich mit der dekorativer Kosmetik. Und dann fangen wir gleich mal an mit Lidschatten. Ab und zu hat Sephora diese schönen Lidschattenpaletten, die gibt es auch noch ein paar Nummern kleiner in verschiedenen Varianten. Die gibt es, wie gesagt, nicht immer. Gibt es auch in klein und in rund. So, diese Dinger haben, ich versuche das mal zu zeigen, ohne dass es euch blendet, ewig viele Lidschatten, die kleinen natürlich weniger Lidschatten. In allen möglichen Farben, manchmal auch nur eine begrenzte Auswahl. Und hier gibt es halt noch Blush- und Lippenprodukte. Das eine pinke oben habe ich jetzt zum Beispiel gerade auf den Lippen. Die sind wirklich schön, ist eine ordentliche Qualität. Und wenn man mal dran vorbeikommt, ist es auch ein schönes Geschenk. So. Und als Reisepalette hervorragend geeignet, gibt es nochmal als Riesenshowtreppe. Die ist einfach sehr, sehr umfangreich. Ja. Ist aber auch sehr schön. Auch sehr schön, genau. Und das sind die Einzellidschatten, die es gibt. Das haben wir jetzt zwei Farben mal zur Auswahl. Die sind dann auch wirklich schön pigmentiert. Das kann man dann rauskriegen, wenn man den Behälter aufkriegt. Das will mir jetzt gerade nicht gelingen. Wenn du auf der falschen Seite drückst. Ja, wahrscheinlich. Dankeschön. So, also das hier ist jetzt ein matter Lilaner und der ist wirklich ziemlich ordentlich. Benutze ich gerne. Das hier ist jetzt so ein Roséton. Gibt es jede Menge aus der Range. Also die haben wirklich eine große Auswahl. Wenn man mal eine bestimmte Farbe sucht, hat man da eine gute Chance. Und die Qualität ist wirklich, wirklich gut. Genau. So. Blushes habe ich jetzt ja so anderthalb. Das eine ist halt ein Blush, das ist So Shy. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Ich finde ihn relativ pudrig, pulverig. Er liegt ein bisschen auf der Haut, also man sieht nicht rosig und frisch aus, sondern man sieht aus, als hätte man sich rosa Mehl ins Gesicht getan. Es ist jetzt, ja, also ich muss mit dem noch experimentieren, weil ich finde die Farbe so schön. Ich möchte einfach damit. Du möchtest, dass er geht. Ich möchte, dass er funktioniert. Und dieses Ding ist Tranquil, das ist ein Konturpuder, gibt es nur bei Sephora USA. Muss man aufpassen, weil er wirkt schnell sehr, sehr grau und man sieht aus, als hätte man sich nicht gewaschen, obwohl man doch eigentlich das Gegenteil erreichen möchte. Ja. Aber ist auf jeden Fall eine gute Wahl. So. Bleiben wir mal bei Puderprodukten insgesamt. Ups, ich habe einen ganzen Stapel davon. Fangen wir hier mit dem Bronzer an. Das ist ein Bronzer, der ist unspektakulär nett. Das ist von der vergleichbar mit dem Chocolate Soleil von Too Faced, der hellen Version. Also ich habe hier den Light Clair für meinen Hautton hervorragend geeignet. Unspektakulär, nett, kann man einfach gut benutzen. Dann habe ich hier einen Puder Make-up. Das ist mir im Moment ein bisschen zu dunkel. Das ist die Farbe 20 Cream. Der ist für fettige Haut ganz hervorragend. Im Sommer benutze ich den sehr gerne, da passt dann auch die Farbe. Im Moment geht es leider nicht. Und dann habe ich hier zwei Setting-Puder. Einmal komplett transparent und einmal leicht getönt in so, ja, bunt. Bunt, grün, lila, was auch immer. Der soll Rötungen und sonstige Farbverlaufe ganz gut abdecken. Ist jetzt nicht spektakulär, aber ist perfekt für die Handtasche, um das Make-up für den Abend nochmal aufzufrischen, mag ich gerne. Auch nichts, wofür ich 50 Kilometer in die nächste Stadt reisen würde. Aber wenn man mal vorbeikommt, finde ich die ganz nett. Und das Packaging ist einfach unglaublich hübsch. Ja, genau. Machen wir mal weiter mit Foundations. Da hätte ich jetzt hier erstmal zwei, weil ich nur zwei Hände habe. Danke für die dritte Hand. So, das hier ist eine Cushion Foundation und das hier sind Flüssig Foundations. Die hier kommt mit so einem herrlichen Pipetten-Dingsi und das ist die Farbe Ecru oder 12.
Das hier ist die Farbe Claire und das ist meine absolute Lieblingsfoundation neben der Naked von Urban Decay. Also das ist immer eine sichere Bank. Das ist die 10 Hour Foundation und das hier ist die Teint Infusion. Ich bitte mein schlechtes Französisch zu entschuldigen. Schauen wir mal. genau, und die ist wirklich schön, hält auch ziemlich lange, also auf so einer trockenen bis Mischhaut. Und die kann ich zum Teil auch ohne Primer verwenden an manchen Tagen. Genau. Die Cushion Foundation ist halt ja. Eine Cushion Foundation wie alle anderen. Ja. Die ist super, wenn man auch wieder sich morgens geschminkt hat und abends nochmal ausgehen will, das Ding in der Handtasche zu haben, weil flüssig Foundation in der Handtasche ist irgendwie blöd. Mhm. Dafür ist sie sehr gut geeignet. Oder für Tage, an denen man wenig Deckkraft braucht, weil sie sehr, sehr wenig deckt. Genau. Das Gute bei Sephora ist, dass die von den Farben von wirklich von sehr hell, also das hier ist die hellste Farbe, bis ziemlich dunkel gehen. Ja. Das heißt, wenn ihr einen richtig dunklen Teint habt, dann werdet ihr da auch fündig werden und die Preise sind vertretbar. Also die kosten jetzt so um die 15 Euro rum. Ja, also es ist höher als Drogerie, aber man kriegt dafür wirklich ein ordentliches Produkt. Genau. Genau. Dann haben wir hier Stifte. Im größeren Stil. Wir werden jetzt nicht jeden einzelnen vorstellen. Ich finde sie alle ziemlich gut. Ja. Sie haben Make-up-Stifte, also Lidschattenstifte, Entschuldigung. Die Lidschattenstifte kann man als Primer und als Lidschatten benutzen. Sie haben Eyeliner-Stifte, sie haben normale Eyeliner, sie haben Augenbrauenstifte, und sie haben normale, sie haben die Schwerkraft und sie haben normale Kajal-ähnliche Stifte. Ich finde sie alle gut. Ja. Also ich habe mit keinem einzigen Probleme gehabt. Die Lidschattenstifte sind leider alle glitzerig. Also es gibt keinen matten, was ich sehr schade finde. Aber von der Qualität her finde ich die prima. Sie haben eine sehr, sehr große Farbauswahl und die Stift-Eyeliner sind die einzigen wasserfesten Eyeliner, die ich tatsächlich vertrage. Ich habe zum Beispiel mit dem 24/7 von Urban Decay wahnsinnige Probleme. Ja. Oder mit dem Perversion. Da tränen mir die Augen den ganzen Tag. Das habe ich hiermit nicht. Von daher mag ich die. Kann ich empfehlen. Und man findet halt Farben da, die man vielleicht in der Drogerie nicht unbedingt findet. Genau. Dann gibt es ein sehr lustiges Produkt. Das sind diese Eyeliner. Ja, das sind Eyeliner. Das sind Eyeliner. Man macht nämlich dieses Ding ab und kann dann seinen Finger quasi als Verlängerung gebrauchen. Das ist tatsächlich für den Auftrag ziemlich bequem. Die Spitze ist so eine Art Filzstiftspitze und die ist weich genug und fest genug, also ein guter Kompromiss, dass man damit ordentlich arbeiten kann. Auch da also, haben sie viele hübsche Farben. Da haben sie viele hübsche Farben. Also hier habe ich nur braun, schwarz, blau, aber es gibt noch ein grün und ein lila. Gibt's die Farben sind ganz nett, die halten gut. Und also das sieht zwar sehr gimmicky aus, aber ich mag den, den sehr gerne. Und die sind relativ günstig. Also dann noch zu den Tools. Tools, genau, Tools. Da haben wir ein paar Pinsel, zum Beispiel diesen hier. Ich muss ihn leider erst auspacken. Die Tools kommen nämlich praktischerweise in diesen schönen Transportsärgen. Das hier ist ein Foundation-Pinsel, den kann man sicher auch für Puder verwenden. Den habe ich mir bei Sephora USA bestellt. Der funktioniert recht gut, ist aber zäh zum Saubermachen. Deswegen benutzt du ihn selten. Deswegen benutze ich ihn selten. Wenn ihr bei Sephora USA bestellt, Dankeschön, immer mal erst in die Sale-Box schauen, weil da findet man öfter mal Schätzchen. Das hier ist mein teuerster Pinsel. Der hat damals 29 Euro gekostet. Ich bin bei Pinseln eher geizig, auch wenn ich mir gerne welche kaufe. Das ist der Airbrush Pinsel und den benutzt man für Foundation. Man kann ihn aber auch als Contour, Puder, Rouge oder sonst was Pinsel verwenden. Highlighter-Pinsel. Und er kommt auch mit diesem schönen Kästchen, damit man ihn verwenden kann. Und dann hätten wir hier noch dieses silberne Stäbchen, was aber ein Bürstchen ist für die Wimpern. Da gibt es im Set noch eine Schere dazu. Die habe ich jetzt nicht gefunden. Ist auch, also nichts Spektakuläres, eigentlich ist es zu teuer für die Qualität, aber taugt schon. So, und dann,
Kommen wir zu den Lippenprodukten. Wir haben jetzt nur Flüssig-Lippenstifte bisher getestet von Sephora, also zumindest ich für meine Person. Das sind jetzt mehrere Farben, wie ihr sehen könnt. Das ist so diese Hausmarkenstifte, die sind wirklich ordentlich. Also es ist eine gute Qualität, die halten ziemlich gut, haben wenig Transfer, sind preislich okay und sie machen die Lippen nicht völlig tot. Also, okay, bei Flüssiglippenstiften hat man ja immer so ein bisschen das Problem. Genau, aber es gibt auch Abhilfe. Es gibt Abhilfe, wenn ihr, bevor ihr einen Flüssiglippenstift benutzt, solltet ihr ein Lippenpeeling benutzen. Dafür sind diese Schweinereien hier hervorragend geeignet. Das ist ein Honey Lip Scrub von Sephora Hausmarke. Das Ding ist ein Lippenpeeling. Da sind Zuckerkristalle drin, riecht nach Honig. Als mit etwas Druck über die Lippen bürsten damit, dann werden die toten Hautschüppchen abgetragen. Danach funktionieren dann auch die flüssigen Lippenstifte. Und wenn man das dann hinter sich gebracht hat, der flüssige Lippenstift wunderbar aufgetragen ist und leider nicht ganz präzise geworden ist, dann gibt es noch dieses wunderhübsche Produkt. Das sind getränkte Wattestäbchen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen sehr nach Luxusproblemen, aber ist, wenn man unterwegs ist, wirklich extrem praktisch. In dem Röhrchen von dem Wattestäbchen ist Abschminkzeug drin. Ja. Man bricht es auf, man hat die Lotion in dem Wattestäbchen, kann damit zum Beispiel den flüssigen Lippenstift nochmal säubern oder den Eyeliner oder was auch immer. Natürlich geht es zu Hause auch anders, aber wenn man unterwegs ist, ist das echt praktisch. Genau. Also im Großen und Ganzen sind wir mit den Produkten sehr zufrieden. Wir mögen die sehr gerne. Wir haben eigentlich noch nichts gefunden, was wir wirklich ganz schrecklich finden. Aber wir hatten doch noch was. Wir hatten noch was? Ja, wir hatten noch was. Die Verlosung. Oh mon Dieu, die wo habe ich die jetzt hin? Oh mein Gott. Einen Augenblick. Red mal weiter. Ich rede mal weiter, ja. Also wir haben verschiedene Produkte getestet. Ein paar haben wir inzwischen auch wieder aussortiert, weil wir sie dann doch nicht benutzt haben in dem großen Stil. Und ja. Ah, die Verlosung kommt, ja. Tada! Eine Lidschattenpalette. Limited Edition von Sephora in Paris, von dem Haupthaus in der Champs-Élysées. Auf den Champs-Élysées. Die Palette Sephora Love Paris, Paris Steel Eyes and Face Palette. Palette, wie auch immer. 4 Lidschatten, ein Rouge. Genau. Eher neutral gehalten. Wir können sie euch jetzt natürlich nicht im Detail zeigen, weil wir haben sie nicht ausgepackt. Wir würden uns freuen, dass wenn ihr euch in den Kommentaren äußert und bewerbt dafür. Genau. Bis nächsten Mittwoch habt ihr die Chance dazu. Dann wird neutral verlost, wer sie bekommt. Wir haben nur eine davon, mehr können wir leider nicht verlosen. Und abonniert solltet ihr uns haben, sonst gibt es nichts. Stimmt. Stimmt. Tschüss. Tschüss, schönen Abend.